In den letzten Wochen hat sich offensichtlich einiges getan in Frankfurt. Aus nahezu allen politischen Parteien erreichen uns Lobbekundungen. Man spricht über unser tolles Engagement und versichert öffentlich, ernsthaft an unserem Anliegen interessiert zu sein. Scheint es auf den ersten Blick so, als sei die angesichts der Kälte dringend notwendige Eröffnung eines selbstverwalteten migrantischen Zentrums damit zum Greifen nahe, fällt bei genauerem Hinsehen schnell auf, dass trotz all der warmen Worte keinerlei konkrete Schritte eingeleitet wurden, um die Situation von obdachlosen Migrantinnen in Frankfurt ernsthaft zu verbessern. Ein von der SPD sowie Öko-Links unterstützter Antrag der Linken, der die sofortige Bereitstellung eines Hauses für unsere Initiative forderte, wurde stattdessen zunächst in Fachausschüsse verwiesen, wo er schließlich zweimal hintereinander mit den Stimmen der schwarz-grünen Koalition abgelehnt wurde. Gerne wird diesbezüglich aktuell so getan, als wären die Verantwortlichen erst seit kurzem mit uns im Gespräch und könnten deshalb noch gar nicht genau beurteilen, um was es bei Project Shelter eigentlich geht. Die Hausbesetzung am 10. Dezember 2015 wird zudem als krimineller Akt verurteilt und als vermeintlich schlechter Start für einen Dialog verkauft. Fakt ist, erst seit der Hausbesetzung in der Berger Straße bzw. seit der nachfolgenden öffentlichen Empörung über die Räumung erachtet es die Stadtregierung überhaupt für nötig, sich mit uns auseinanderzusetzen. Vor der Besetzung hatten wir ein Jahr lang mit Dutzenden Aktionen, Veranstaltungen und Appellen vergeblich versucht, die Verantwortlichen zum Dialog bzw. zum Handeln zu bewegen. Zwei Petitionen mit tausenden Unterschriften, eine Großdemonstration, ein mehrtägiges Protestcamp und unzählige weitere Veranstaltungen, all das wurde konsequent ignoriert. Die Besetzung in der Berger Straße war für uns somit ein Akt der Notwehr und ein symbolischer Aufschrei gegen die menschenunwürdigen Zustände, in denen gerade obdachlose Migrantinnen in Frankfurt leben müssen. Als der Antrag der Linken letzten Donnerstag im Sozialausschuss erneut abgelehnt wurde, haben wir einmal mehr wohlwollende Worte mit auf den Weg bekommen, sowie Tipps, wie man eine Professionalisierung unserer Initiative vorantreiben könnte. Ein Punkt, in dem wir uns mit der Stadt scheinbar nicht richtig einig werden können. Denn wir, sowie viele unserer UnterstützerInnen, wissen, professioneller kann mit verheerenden Notsituationen kaum umgegangen werden. Es verlangt mehr als einen formal eingetragenen Verein mit Vorstand, den unsere Gruppe übrigens tatsächlich hat, um auf Hochtouren zu arbeiten, wenn es gilt, zum Beispiel eine sechsköpfige Familie unterzubringen, zu einer Uhrzeit, wenn BeamtInnen der Stadt längst im Feierabend sind. Es verlangt etwas vollkommen anderes als quantitative Erhebungen, wenn es darum geht, festzustellen, was Menschen fehlt und wie man ihre Situation verbessern kann. Und es verlangt nach mehr als ein paar warmen Worten, wenn eine Initiative seit einem Jahr fordert, dass eine politische Lösung her muss, wenn Menschen strukturell ausgegrenzt und bis in die Obdachlosigkeit durchgereicht werden. Project Shelter ist professionell, vielleicht aber in einem anderen Sinne, als es der Stadtregierung vorschwebt. Ein breites Spektrum an Aufgaben wird bereits von uns bewältigt. Dabei versuchen wir stets, interne Hierarchien weitestgehend abzubauen und Menschen zu empowern. Das heißt, ihnen eine Möglichkeit zur Selbstermächtigung zu geben. Wir alle lernen jeden Tag aufs Neue. Eine Grenze des Machbaren gibt es bei uns nicht wirklich, keine festen Arbeitszeiten und auch keine Gehälter. Dafür gibt es einen Anspruch, dem gerecht zu werden manchmal nicht ganz einfach ist. Menschen werden bei uns nicht weitergereicht, verwiesen, abgeschoben und obdachlos gelassen. Wenn sie bei Project Shelter ankommen, gibt es nämlich meist keinen Ort mehr, an den sie weiter verwiesen werden könnten. Entweder die Gruppe kümmert sich um die Person oder niemand tut es. Und wenn es gelingt, einem Menschen zu helfen, ihn unterzubringen, ihn medizinisch zu versorgen, dann ist das ein großer Erfolg. In einer Erklärung am 26.01. schreibt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Römer, sie sei Project Shelter dankbar für das Engagement, könne aber bis dato keinen eigenen Antrag diesbezüglich stellen, da das Bestehen einer Versorgungslücke von Migrantinnen in Frankfurt noch nicht bestätigt sei. Dabei hatten gerade die Grünen wahrlich genug Gelegenheit, die Aussagen unserer Initiative auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Wir halten es für eine Farce, dass dies der Grund dafür sein soll, uns weiterhin kein Haus zur Verfügung zu stellen. Wenn die aktuelle Regierungskoalition Zahlen benötigt, um Menschen als existent anerkennen zu können und um ihnen die Versorgung zukommen zu lassen, die ihnen zusteht, so liegt es in der Verantwortung jener Regierung, die entsprechenden Zahlen zu erheben. Project Shelter und andere Initiativen wie die Teachers on the Road oder die kostenlose medizinische Beratung durch Studierende brauchen hingegen keine Statistiken, um Verantwortung für Menschen zu übernehmen, denen sonst niemand mehr hilft. Die von Seiten der Stadt vorgetragenen Argumente gegen die sofortige Eröffnung eines selbstverwalteten migrantischen Zentrums erscheinen unter diesen Gesichtspunkten als bloße Hinhaltetaktik bis zur kommenden Kommunalwahl oder noch später.
Es ist vollkommen absurd und kränkend anzunehmen, wir würden den Bedarf nach einem solchen Zentrum lediglich vorspielen. Was hätten wir denn davon? Die Menschen, die ein solches Zentrum am dringendsten brauchen, sind ein aktiver Teil unserer Initiative. Sie haben Träume, Hoffnungen und den Wunsch, zusammen mit anderen etwas völlig Neues in Frankfurt aufzubauen. Gerade in Zeiten zunehmender rassistischer Hetze und Gewalt brauchen wir Orte, die für eine offene und solidarische Gesellschaft stehen. Wir brauchen Orte, an denen Menschen sich kennenlernen können, an denen sie gemeinsam an neuen stadtpolitischen Projekten arbeiten oder einfach mal zusammen Spaß haben und lachen können. Die Summe der bisher genannten Gründe ergibt nur eine logische Konsequenz. Unsere Initiative sieht sich gezwungen, alle uns zur Verfügung stehenden Mittel und Wege zu ergreifen, um so schnell wie möglich ein geeignetes Objekt zu bekommen, in dem das Shelter Wirklichkeit werden kann. Dies bedeutet nicht, dass VertreterInnen des Projekts nun nicht mehr bereit zu Gesprächen mit der Stadt wären, ganz im Gegenteil. Nach wie vor fordert Project Shelter die Stadt zu einem selbstkritischen Diskurs auf und freut sich über Austausch und Begegnungen. Immerhin eine Grundsäule unseres Projekts, welches seit über einem Jahr gegen Ausgrenzung eintritt und für ein Frankfurt für alle kämpft. Es bleibt dabei kein Frankfurt ohne uns, kein Tag länger ohne ein Haus für Project Shelter. Kein Mensch ist illegal.